So, hier ist jetzt der zweite Teil dieses Kapitels Offenbarungseide der Verständnislosigkeit, also was man da in der sogenannten Fachliteratur findet, wenn man sich anguckt, wie diese Experten jetzt ja sogar mal mehr oder weniger ausführlich auf den Mythos drauf gucken und jetzt eben mit dem, was sie schon über Narzissmus wissen, sich jetzt diese Geschichte von Narziss angucken. Und da merkt man eben, wenn Fachleute sich irgendwas einbilden, dann können die das auch mit aller Gewalt aus irgendwelchen Geschichten herausziehen, selbst wenn da genau das Gegenteil drinsteht. Also das ist sozusagen genau die Kunst der Manipulation, dass man den Leuten ein X für ein U vormacht. Und das ist in dieser Fachliteratur so blöd, dass ich eben eigentlich gar nicht glaube, dass die wirklich so dumm sind, sondern dass die sich dumm stellen und dass das letztlich eben dieser Narzissmus-Trick ist, also dass man uns Menschen so eine Opfer-Täter-Umkehr-Ideologie verkaufen möchte. Also man spielt sich zwar auf, oh, wir sind ganz kritisch und wir wollen die Menschen schützen, aber eben was man da vorexerziert an dieser Geschichte von Narziss und wie man sie deutet, da wird eben ganz klar, wenn da jemand ganz klar Opfer von Gewalt und Nachstellung ist, ja, aber guck mal, das ist aber eigentlich der Täter. Guck mal, was der Böses macht. So, das ist dieser Narzissmus-Trick, dass man eben anhand einer fiktiven Geschichte jetzt erstmal eben diese Opfer-Täter-Umkehr durchexerziert. Und ja, ich hatte da im ersten Teil schon, ich glaube, drei waren das Autoren rausgegriffen, die noch vor dem Jahr 2000 was publiziert haben. Jetzt hier in dem Teil sind das alle Autoren, die sich nach dem Jahr 2000 zu Wort gemeldet haben. Und ja, wie gesagt, immer noch mal, wenn man da sieht, ja, was ja immer wieder mit Narzissmus in Verbindung gebracht wird, ja, die sind so unempathisch, die können sich gar nicht einfühlen in den anderen. Und was diese Fachleute da vorexerzieren, ist eben mustergültig eine totale Empathielosigkeit. Also die sind nicht in der Lage, sich in die simpelste, Geschichte einzufühlen. Oder wenn sie dann dem Narziss vorwerfen, ja, das ist ein emotionaler Analphabet und er kann keine Gefühle haben. Also wenn man so blind ist für das, was dieser Narziss wirklich an echten, wirklich tief berührenden Gefühlen zeigt, also eben, was kann es Berührenderes geben, als wenn man mitbekommt, dass ein Jugendlicher seine über alles geliebte Zwillingsschwester verliert, weil die stirbt? Und dass das den Sohn mitnimmt, dass er daran selbst zugrunde geht. Also gibt es, sicher gibt es eine Fülle von tiefen Gefühlen, aber das ist eins davon. Und das ist das, was diesen Narziss ausmacht. Der ist in der Lage, ein tiefes Gefühl zu haben oder der eben auch ein ganz klares Gefühl hat, dass er sagt, mit Echo, nein, und Amainias Elot, nee, stehe ich nicht drauf, will ich nicht. Und selbst wenn die mir jetzt Druck machen, ich kipp doch deswegen nicht gleich um. Ich meine, er ist dann aber derjenige, der das dann mit seinem Leben bezahlt. Also das sind diese Experten und was weiß ich, da findet man eine Fülle von Offenbarungseiden in der Fachliteratur, unter den Bestsellern, unter den Ratgebern, dass die zeigen, dass sie von Tuten und Blasen keine Ahnung haben. So, jetzt kommen wir schon mehr in die neuere Zeit, also ein Buch von Bärbel Wadecki aus dem Jahr 2009, das heißt Eitle Liebe, wie narzisstische Beziehungen scheitern oder gelingen können. Auch da jetzt, wie gesagt, nur ganz knapp so die schlimmsten Dinge mal zugespitzt auf den Punkt gebracht. Das kann man alles auf meiner Webseite noch ein bisschen mehr im Detail nachlesen. Aber die Frau Wadecki sagt zum Beispiel, aber er wehrte nicht nur ihre Liebe ab. Und da spricht sie jetzt eben sowohl von Echo als auch von Amainias. Er brachte seine Verehrer und Verehrerinnen auch um ihr Leben.
Also das ist vollkommen grotesk. Also wenn der Arminias sich, weil er eben bei dem Narzisst nicht landen kann mit seinen homosexuellen Bedürfnissen, wenn der sich dann noch dazu auf der Türschwelle des Narzisst das Leben nimmt, also dem Narzisst mit einer unglaublichen Massivität sozusagen so ein Schuldgefühl aufs Auge drücken will, ja, da muss ich doch erstmal Mitleid haben mit diesem Narzisst. Also der ist doch in dieser Situation das Opfer. Und genauso ist es ja auch mit der Echo. Also wenn die jetzt anfängt, da vor sich hinzusiechen, so dass das eben schon auch anderen auffällt und eben dann, wie der Ovid das ja in seiner Version quasi ironisch dann auch aufbringt. Also jetzt muss der dann aber bestraft werden. Also wenn der jetzt schon auch die Echo nicht eben an sich ranlässt, also das ist ja unerhört. Also da dann zu sagen, der Narzisst brachte sie um ihr Leben, das ist vollkommen grotesk. Ich habe das mal an anderer Stelle schon, glaube ich, gesagt. Ich hatte mal mit einer Klientin zu tun, der das so widerfahren war. Also dass sie zu einer Beziehung erpresst werden sollte durch jemand, der sich dann auch tatsächlich das Leben genommen hat. Das hat dieser guten Frau vollkommen den Boden unter ihren Füßen weggezogen. Und ab diesem Zeitpunkt hat ihr Leben einfach eine ganz steile Kurve nach unten genommen. Also das war verbunden mit Abbruch der Schule, Einstieg in Drogenkonsum und schließlich eben mit einer psychiatrischen Karriere, die dann begonnen hat. Und das hat eben über viele Jahrzehnte angehalten. Also das ist die Verständnislosigkeit von einer Bärbel Wadetzki, die eben jetzt auch dem Narzisst sozusagen die Schuld zuschiebt. Du bist schuld an dem Schicksal von den Leuten, die jetzt eben mit deiner Abfuhr nicht zurechtgekommen sind. Also das ist ganz klar eine Form der Opferbeschuldigung. Und ein weiterer Satz, also seine Beziehungen ruhen hauptsächlich auf Bewunderung und Äußerlichkeiten. Ihnen fehlt die Tiefe, die Narzisst durch Ablehnung jeglicher Liebe und Nähe selbst verhindert. Also ich meine, wenn man den Mythos eben nicht wahrnehmen möchte, wenn man eben nicht begreifen möchte, was für eine tiefe Liebe er zu Zwillingsschwester, Vater oder Mutter hat, also Menschen, die ihm wirklich nahestehen und wo er diese Nähe eben auch mit einer eigenen Nähe sozusagen quittiert. Also das ist eben genau das Gegenteil von Narzisst, der eben tatsächlich so tief leidet am Verlust seiner Schwester oder eben auch von Vater und Mutter, dass er daran zugrunde geht. Also das ist sicher eine zugespitzte Form, aber so sind ja eben Mythen und Märchen oft, dass sie ein Thema zuspitzen und eben dann sagen, ja, der kann dann nicht mehr weiterleben. Also, dass diese Erfahrung so schlimm und so schrecklich für ihn ist, dass ihn das wirklich auch um sein eigenes Leben bringt. Also das, was kann es da noch an tieferer emotionaler Bindung geben? Wie kann man das noch deutlicher ausdrücken, dass die eben bei dem Narzisst hundertprozentig vorhanden ist, diese tiefe Liebe, die er hat? Also das ist nicht oberflächlich, oh ja, das hat Mama, Papa oder Schwester, naja, wenn die jetzt sterben, pff, Schwamm drüber, Ex und Hop. Nein. Ihm geht das total nach und er geht daran sogar zugrunde. Also das ist die Verständnislosigkeit von Bärbel Wadetzki auch an dieser Stelle. Es gibt noch verschiedene andere Stellen, die sie eben nicht versteht. Da möchte ich jetzt hier auch nicht weiter drauf eingehen. Dann Hans-Joachim Maas. Also das ist ein ganz spezieller Experte. Also zum einen verfälscht er diesen Mythos und spricht dann davon, dass eine verschmähte Verliebte die Götter anfleht, ihren Suizid zu rächen oder ihr inneres Leid zu rächen. Und ja, da ist es ganz klar, der Ovid spricht von einem Mann an dieser Stelle. Und wenn man sich anguckt, was der Herr Maas so in seinem Buch an Quellen für den Mythos angibt, da gibt es eben eine Quelle, die tatsächlich von einer verschmähten Verliebten spricht, aber eben es gibt zwei andere Quellen, die eben auch diesen verschmähten Verliebten auch noch mit Namen benennen, nämlich eben als Arminias. Und daraus hätte er eben erkennen können, dass es eben nicht um eine Frau, sondern um einen Mann geht. Und natürlich, ja, was steckt dahinter? Er will sozusagen sein Erstaunen, oh, wie kann denn der Narzisst so
beziehungslos sein, dass er jetzt sogar eine schöne Frau da verschmäht. Nein, das war ein Kerl, basta. Und dann wird das vielen Leuten ja schon viel schneller deutlich werden. Naja, wenn der halt nicht auf Kerle steht, ja, ist doch völlig okay, wenn der dann sagt nein, oder? Aber das passt ja dann nicht mehr zu dem Konzept, wenn man sagen möchte, ja, Narzissten oder Menschen mit narzisstischer Störung, ja, die sind beziehungsunfähig. Wo man eben diese Zurückweisung von Narziss, also das gehört für mich ja ganz klar zu einer Beziehungsfähigkeit, wenn ich eben klar sagen kann, ja, ich bin aber nicht schwul und deswegen, ich möchte mit dir kein sexuelles Verhältnis haben. Das ist ein Ausdruck von Beziehungsfähigkeit, nämlich ich weiß, welche Art von Beziehung für mich in Frage kommt und welche nicht. Also das ist Hans-Joachim Maas, der diese Fälschung des Mythos da in die Welt setzt. Und ein anderer Satz, also einer von vielen, die eben wirklich haarsträubend sind. Ein junger Mann, der hochmütig alle Liebesangebote ablehnt, ist zu tragischer Selbstliebe verdammt. Wir erfahren nicht, warum er sich so abweisend verhält. Und das ist wirklich witzig, weil Maas hat kurz vorher noch ganz ausführlich beschrieben, wie dieser Monolog mit Echo aussieht. Also auch da, was sind das für Psychologen und Psychiater, die sich dann nicht vorstellen können, dass man eben bei so einem Beziehungsangebot, also da kommt so eine hohle Tussi und redet einem so jedes Wort nach dem Mund, dass der dann sagt, ey, nee, das will ich aber nicht. Also und dann der Maas ganz erstaunt, wir erfahren nicht, warum er sich so abweisend verhält. Ja, was braucht er denn noch an Interpretationshilfe? Also das muss doch für einen Psychologen oder Psychiater irgendwie auf der Hand liegen, dass man mit so einem Menschen keine Beziehung führen kann. Also das offenbart eben auch diese Verständnislosigkeit. Und wenn man schon so einer Geschichte gegenüber kein Verständnis aufbringen kann, ja, wie soll man denn sehr viel komplexeren Lebensgeschichten von Menschen irgendeine Form von Verständnis entgegenbringen können? Also wer bei solchen klaren Geschichten versagt, der muss ja an realen Lebensgeschichten umso mehr versagen. Und dann, was Herrn Maas auch noch auszeichnet, also er ist so der Erste in dieser Fachliteratur, der mir begegnet ist, der diesen Wikipedia-Fake-Mythos übernimmt, natürlich auch ohne jetzt irgendwie Wikipedia zu zitieren, sondern er lässt das einfach so einfließen, obwohl er, das kann man in seinen Quellenangaben nachvollziehen, also er geht immer sehr, sehr spärlich mit seinen Quellenangaben um, also er gibt so gut wie keine Literatur an, die er verwendet hat, aber eben bei den Quellen, die er da in seinem Buch Die narzisstische Gesellschaft angibt, gibt es zumindest zwei, die dann diesen Mythos von Pausanias so erzählen, wie er bei Pausanias wirklich zu finden ist, nämlich eben mit dem Tod der Zwillingsschwester. Und ja, das fällt dem Maas aber nicht ein, den auch in seiner Abhandlung zu zitieren, obwohl er ihn vorliegen hat. Also das ist vollkommen grotesk. Ja, auch Andreas Maneros, der als Grieche jetzt so für sich reklamiert, dass er eben besonderes Verständnis für die griechischen Mythen hätte, die ja tatsächlich auch gerade das deutsche Geistesleben sehr geprägt haben. Der hat da in seinem Buch Irrsal, Wirrsal, Wahnsinn auch wieder nur ein ganz, ganz minimaler Ausschnitt aus diesem Unsinn, den er da so von sich gibt, sagt er dann, Narziss habe sich in Bezug auf Echo und Amainias unterlassener Hilfeleistung schuldig gemacht. Er habe sich einfach der Beziehung zu ihnen entzogen. Also ich meine, der Amainias, der sich so permanent dem Narziss aufdrängt, ja, hat denn der Narziss eine Beziehung zu dem? Nein, hat er nicht, sondern er macht ja klar oder bringt ja klar zum Ausdruck, lass mich in Ruhe. Und mit der Echo, ja, diese Begegnung dauert vielleicht 5 Sekunden, also der Moment, wo die sich ihm an den Hals wirft
Und wo er dann eben sagt, um Gottes Willen, bleib mir vom Hals. Also das ist doch noch keine Beziehung. Oder ich weiß jetzt nicht, was für den Herrn Maneros eine Beziehung ausmacht. Aber für mich auf jeden Fall in gar keiner Weise. Und da jetzt zu sagen, ja, das ist aber unterlassene Hilfeleistung. Also der hätte doch erkennen müssen, wie sehr die da jetzt drunter gelitten haben, dass sie ihn nicht als Beziehungspartner haben können. Was für ein Schwachsinn. Also ich meine, das ist doch unerhört. Ich kann doch nicht auf jeden Beziehungswunsch, der mir angetragen wird, irgendwie sofort darauf reagieren, dass ich sage, oh ja, ich finde dich auch ganz toll, auch super toll, komm, lass uns eine Beziehung haben. Nein, wenn ich eben spüre, dass das passt nicht, dann sage ich halt eben ziemlich schnell, nein, sorry. Und ja, was der Herr Maneros auch noch macht, also das passt ihm wahrscheinlich eben auch gar nicht in den Kram. Also er sagt nichts von dieser Geschichte mit Elops, also dass dieser Kerl den Narziss umbringt, weil der Narziss ihm eben nicht willfährig ist. Und er zitiert aber zwei Quellen, in denen genau diese Elops-Episode erwähnt ist. Und ja, er zitiert auch meinen Artikel von 2008 und er stellt sich dann einfach dumm und tut so, als hätte er nicht verstanden, was dort geschrieben steht. Sonst hätte er eben seinen ganzen Blödsinn komplett streichen müssen. Aber das passiert eben auch in verschiedenen dieser Fachbücher, dass man sogar dann meinen Artikel von 2008 zitiert und dann einfach so tut, als hätte man nicht bis drei zählen können und nicht verstehen können, was da drin geschrieben steht. Ja, auch Eugen Drewermann, den ich so eigentlich immer geschätzt hatte, zum Beispiel auch so für sein friedenspolitisches Engagement, der ist vollkommen verständnislos, wenn er sich mit diesem Mythos von Narziss beschäftigt. Also nicht nur mit diesem Mythos, auch mit anderen Mythen, also auch bei König Ödipus. Das liegt sicher daran, dass der Herr Drewermann im Grunde ja eigentlich die eine Religion mit der anderen vertauscht hat. Also er ist ja irgendwie psychoanalytisch angehaucht oder getränkt. Und Psychoanalyse ist einfach ein ideologisches Gedankengebäude. Und wenn man dem eben glaubt und folgt, dann ist man eben blind für die simpelsten Zusammenhänge. Und das ist ja schon mal wirklich auch ein schlechtes Zeichen für einen sogenannten Seelsorger, wenn er eben sozusagen auch einfache Geschichten einfach nicht verstehen kann. Und dann fragt man sich ja, wie soll der denn dann komplexere, reale Lebensgeschichten verstehen können, wenn das schon bei so einer kleinen Geschichte einfach nicht hinhaut? Also was er da zum Beispiel sagt, und das ist auf meiner Webseite noch einfach ausführlicher dargestellt, was eine Echo zur prädestinierten Ehegemahlin eines Narkissos erhebt, ist ihre scheinbar völlige Selbstlosigkeit. Also, Herr Drewermann will uns jetzt klar machen, ja, eigentlich wäre die Echo doch die beste Partie für den Narziss gewesen und der war halt so blöd, das nicht zu erkennen. Also, was ist das für eine blöde Besserwisserei? Also, wenn der Narziss jetzt zu ihm in die Therapie gekommen wäre und hätte ihm erzählt, ey, das und das ist mir mit der Echo passiert, hätte der Herr Drewermann dann gesagt, ja, aber eigentlich ist die Echo doch genau die richtige für sie. Quatsch, also kann der sich nicht reinversetzen, dass so eine hohle Tussi, die immer nur die letzten Worte nachplappert, dass da im Grunde niemand richtig froh mit ihr werden kann. Es sei denn, es gibt tatsächlich Menschen, die jetzt wirklich alles nachgeplappert bekommen wollen. Aber ich kann mir vorstellen, nach spätestens 1 oder 2 Jahren ist man das auch vollkommen leid. Also das ist, da merkt man doch, was der Herr Drewermann auch da an einem Mangel an Verständnis hat. Oder stellt er sich einfach dumm oder ist er auch einer in der Riege, die uns erklären wollen, wie die Wirklichkeit eigentlich aussieht. Und wenn eben dieser Narziss sagt, dass er eben mit so einer Tussi nichts anfangen kann, die ihm alles nachplappert, dann sagt der Herr Drewermann, ja, aber eigentlich ist die doch gerade passend für sie. Vollkommener Quatsch. Also das ist Besserwisserei. Und eben ja, er, also Narziss, wird nicht einmal bemerken, was aus Echo wird. Und noch weniger wird er begreifen, welch eine Schuld er selbst daran trägt. Also ich meine, als Kleriker ist man wahrscheinlich
mit Schuldfragen über die Erbsünde schon bestens vertraut. Und aber was für ein Unding, diesem selbstbewussten Narziss hier eine Schuld einreden zu wollen, weil er eben mit dieser Echo nichts anfangen kann. Das ist völlig grotesk. Auch das ist wieder sozusagen Opferbeschuldigung. Der Narziss ist Opfer. Er wird sozusagen dadurch diese Echo, wie auch durch den Amainias, unter psychischen Druck gesetzt. Und das ist das, was ihnen dann sogar am Ende das Leben kostet, weil die dann eben in ihrem Umfeld noch Fürsprecher finden, die dann dem Narziss das Leben zur Hölle machen und ihn verhexen mit dieser sogenannten Selbstliebe. Das ist die Geschichte. Und da kann man, wenn man ein bisschen Verständnis hat, muss man doch sagen, verflixt nochmal, das hat doch mit der Schuld des Narziss überhaupt gar nichts zu tun, sondern es ist doch genau umgekehrt. Der arme Narziss ist hier Opfer geworden von eben auch dieser Echo. Dann Reinhard Haller, auch ein Psychiater von 2013 mit seinem Buch Die Narzissmusfalle. Also der erklärt dann zum Beispiel dieses hohle Geplapper von Echo, also wo sie dann eben immer seine Worte nachplappert, zu einem Liebesgeständnis, das der Narziss jetzt schroff zurückgewiesen habe. Also auch da merkt man überhaupt kein Verständnis für die Situation eines Narziss mit dieser fiktiven Lebensgeschichte, also wo man eben auch sich vorstellen kann, ja, auch für sehr viel komplexere, reale Lebensgeschichten hatte Herr Haller dann genauso wenig Verständnis. Er wirft dann auch dem Narziss vor, ein emotionaler Analphabet zu sein, weil er eben diese Liebeswünsche von anderen zurückweist. Also ich meine, soll man sich mal vorstellen, all die verschiedenen jungen Stars zum Beispiel, wenn man da permanent auf der Straße angesprochen wird oder wenn Leute versuchen, einem nahe zu kommen, auf Schritt und Tritt, und wenn man sich dann abgrenzt, dann zu sagen, ja, aber sie sind ein emotionaler Analphabet, also dass sie nicht auf diese Liebeswünsche der anderen eingehen können, ja, das ist schon seltsam. Also was hat dieser Mensch verstanden von einer Dynamik, die ein echtes menschliches Leben ausmacht. Ja, und was er auch macht, er übernimmt auch diesen Fake-Mythos von Wikipedia, natürlich auch eben, ohne dass er zitieren würde, wo er das rausgenommen hätte. Das ist allerdings nicht in dem Buch Die Narzissmusfalle, sondern in einem anderen Buch, was er da über Alkoholprobleme geschrieben hat. Aber eben, ja, das passt auch zu ihm, dass er eben keinerlei Verständnis für den echten Mythos hat und dann eben auf so eine blöde Fake-Geschichte aus Wikipedia dann reinfällt. Raphael Bonelli in seinem Buch Männlicher Narzissmus. Auch da nur ein kurzer Ausschnitt zu dieser Verständnislosigkeit. Zum einen wird eben in seinem Buch quasi deutlich, dass sich männliche Narzissten eigentlich dadurch auszeichnen, dass sie viele Affären haben. Also der Raphael Bonelli baut sein Buch so auf, dass er da verschiedene Fallgeschichten von sogenannten Narzissten darstellt, wobei typisch ist, dass er die meisten davon noch nicht mal persönlich gesehen hat, sondern nur irgendwelche Dinge von anderen, also von Ehefrauen oder Müttern erzählt bekommt. Was ja durchaus auch eine valide Quelle sein kann. Aber da eigentlich, wenn man so ein Buch schreibt, wäre es ja schon besser, man hätte eben auch solche sogenannten Narzissten auch mal selbst vor sich sitzen gehabt. Aber wie gesagt, er kommt dann zu dem Schluss, ja, das ist sozusagen das, was den männlichen Narzissmus ausmacht, dass man eben ganz viele Affären hat und damit eben auch eine bestehende Beziehung gefährdet. Aber gleichzeitig ist es dann so, dass der Herr Bonelli sagt, ja, der Narziss verhält sich narzisstisch, weil er eben diese Affäre mit Echo ausschlägt. Also der Narziss ist eben dann unfähig, die Echo zu lieben. Ja, wie soll man es denn jetzt machen? Also hätte der Narziss sich jetzt auf die
Echo Eingelassenheit, Herr Bonelli gesagt, ja, typisch Narzisst, also ständig da auf der Suche nach einer Affäre. Und jetzt, wo der Narzisst aber sagt, ey, nee, mit der Echo will ich nichts zu tun haben, da sagt der Bonelli auch, ja, typisch Narzisst, der kann sich ja noch nicht mal auf die Echo einlassen. Also so widersprüchlich oder blödsinnig argumentieren solche Fachleute. Und dann muss man sich doch fragen, ja, versteht er gar nicht, dass er sich total widerspricht oder macht er das mit Absicht? Also hat er sozusagen den Auftrag, die Menschheit zu verwirren und eben solchen Blödsinn in die Welt zu setzen? Und kriegt er vielleicht Geld dafür, dass er diesen Mist dann publiziert und damit mit seinem Namen dafür gerade steht? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, was er auch auf jeden Fall macht, ist, dass er diesen Fake-Mythos von Wikipedia übernimmt. Also was wohl auch wieder deutlich wird. Er hat sich nicht wirklich damit auseinandergesetzt oder vielleicht sogar er bemüht sich, so einen unsinnigen Fake-Mythos auch mit in die Welt zu setzen. Ja, Udo Rauchfleisch im Jahr 2017. Narzissten sind auch nur Menschen. Ja, das klingt ja so ganz nett. Aber da kommt es dann eben auch wirklich hammerhart. Also der spricht jetzt ganz ausdrücklich von diesen Versionen mit Elops und Amainias. Also man stelle sich vor, der Elops bringt den Narziss um, weil er ihm nicht willfährig ist, und der Amainias bringt sich selbst um, und zwar auf der Türschwelle des Narziss, und fleht dann noch im Sterben nach Rache, was dann eben auch gehört wird. Also das ist sozusagen sowas wie ein erweiterter Suizid. Also der Elops begeht einen Homizid und der Amanias begeht einen erweiterten Suizid. Und dann schreibt der Herr Rauchfleisch, im Zentrum dieser beiden Versionen des Mythos stehen, ähnlich wie in der Geschichte der von Narkissos verschmähten Nymphe Echo, die Zurückweisung der Liebeswünsche anderer Menschen. Also anstatt anzuerkennen, dass dieser Narzisst da tödlich bedrängt wird von solchen aufdringlichen Bewerbern, heißt es dann, ja, das sieht man wieder mal bei dem Narzisst, die Zurückweisung der Liebeswünsche anderer Menschen. Also das eigentliche Opfer wird hier ratzfatz zum Täter erklärt. Und dann spricht er auch davon, also von der Unfähigkeit, die Liebe anderer Menschen anzunehmen und darauf mit eigenen Liebesgefühlen zu antworten. Ja gut, der Herr Rauchfleisch, wenn Ihnen jemand irgendwie Liebesgefühle entgegenbringt, fühlen Sie sich dann auch sofort verpflichtet, da mit eigenen Liebesgefühlen zu antworten? Das ist doch absurd. Das kann man doch nicht wirklich behaupten. Also entweder man ist völlig verblödet und hat überhaupt kein psychologisches Verständnis, oder man hat den Auftrag, irgend so eine verwirrende Botschaft in die Welt zu setzen. Und das ist eben wieder der Narzissmus-Trick. Also den Menschen Schuld zuzuschreiben, wenn sie eben mal sagen, ey, Moment mal, auf diese Beziehung habe ich keine Lust. Ja, wieso kannst du denn nicht auf solche Liebeswünsche mit eigenen Liebesgefühlen antworten? Ja, weil ich nicht will, weil ich ein selbstbewusster Mensch bin, weil mir klar ist, mit manchen Menschen möchte ich zu tun haben und mit anderen eben nicht. Basta. Ja, und auch der Herr Rauchfleisch zitiert meinen Artikel von 2008, und auch er stellt sich vollkommen blöd und tut so, als hätte er nicht verstanden, was dort geschrieben steht. Also auch das ist ja eine spezielle Form von Manipulation. Also eben dann so einen Text zwar zu zitieren, dann aber eben an dem eigentlichen Inhalt völlig vorbeizugehen. Ja, und zu guter Letzt, da gibt es noch einen Professor Michael Ehrmann, der im Jahr 2020 ein Buch geschrieben hat, Narzissmus, vom Mythos zur Psychoanalyse des Selbst. Und da kann man ja so dieses typische psychoanalytische Denken nachvollziehen, wenn er dann zum Beispiel schreibt, in der Zurückweisung des Amainios und der Übergabe des Schwertes kann man ein Ringen mit homoerotischen Tendenzen vermuten. Also das ist ja wirklich lächerlich. Also, aber das ist ja eben typisch psychoanalytisch. Also die dann immer, sobald da jemand mit einem langen, spitzen Gegenstand hantiert, ist das sozusagen sofort wieder Erotik, und zwar eben ja der Wunsch nach homosexuellen Eindringens bei Amainias. Und dass das eben in der
der griechischen Geschichte einfach nur eine ritualisierte Absage war an solche homosexuellen Bewerber. Ja, da stellt der Herr Ehrmann sich halt einfach dumm und tut so, als hätte er davon noch nie was gehört. Oder er schreibt dann, die Echo erscheint als der zerbrochene Spiegel, der Begierden weckt, aber keinen Halt gibt, sie zu befriedigen und zu verarbeiten. Also, das ist ja auch wieder eine Unterstellung, die ja völlig an der Wirklichkeit vorbeigeht. Also die Echo weckt keine Begierden in Narziss, sondern da ist vollkommen klar, der Narzisst sagt, nein, mit dir möchte ich nichts zu tun haben. Also auch da wieder der Versuch, uns eine Geschichte, die eigentlich völlig plausibel erzählt ist, jetzt eben irgendwie ja völlig als gegenteilig irgendwie unterzuschieben. Ja, aber da war doch eine Begierde da gewesen, wahrscheinlich unbewusst. Also der Narzisst hat das nur nicht gemerkt, so ähnlich wie der Herr Drewermann. Ja, eigentlich wäre die doch perfekt für ihn gewesen, aber er war nicht dazu in der Lage. Oder der Satz, indem er sein Selbst im Spiegel des Wassers erweitert, gerät er in einen Zustand der Narkotisierung, in dem Echo ihn nicht mehr erreichen kann. Also das ist ja auch vollkommen lächerlich in seiner Verständnislosigkeit. Der Narzisst hat ja nicht in den Spiegel geguckt, als er der Echo Nein gesagt hat, sondern das war ja lange vor dieser Spiegel-Episode und da hat er nur 5 Sekunden gebraucht, um zu sagen, ey, mit so einer Tussi, die mir alles nachplappert, da will ich nichts zu tun haben. Und das hat er jetzt nicht gesagt, weil er so narkotisiert war, weil er gerade in den Spiegel geguckt hat. Also was haben solche Menschen, die ja Fachleute sind, ich glaube, der Herr Ehrmann ist Psychiater oder so, was haben die vom menschlichen Leben verstanden? Also wenn man schon so eine simple Geschichte überhaupt nicht versteht, was will man denn dann von Menschen verstehen? Also die sollten ihren Beruf doch bitteschön aufgeben, weil sie dort nichts zu sagen und zu erklären oder zu verstehen haben, ganz offensichtlich. Ja, und was der Herr Ehrmann eben auch macht, auch er übernimmt den Fake-Mustus aus Wikipedia, natürlich auch, ohne jetzt zu sagen, ah, da habe ich mal in Wikipedia was nachgelesen, das fand ich sehr interessant. Nein, er reproduziert einfach diesen Bullshit und tut dann so, als wäre das eben tatsächlich eine seriöse Quelle. Und eben auch er zitiert meinen Artikel von 2008 und auch er stellt sich so dumm, dass er jetzt irgendwie gar nicht verstanden hätte, was das eigentlich zu bedeuten hätte. Und eben in meinem Artikel von 2008 hätte er das schon nachlesen können, was eben diese Übersendung des Schwertes eigentlich zu bedeuten hat. Das war jetzt eben so eine Umschau. Es gibt noch etliche andere Fachliteratur mehr. Ich habe mich jetzt hier auf diese für mich so die zentralsten Texte beschränkt, wo man eben ja merkt, was wird mit diesem Narzissmus-Trick alles gemacht? Also das ist ein Begriff, der sich wunderbar eignet, dass man die Menschheit verwirrt, also dass man da irgendwelche klaren, klugen Geschichten mit einer Deutung versetzt, die eben dem eigentlichen Opfer in dieser Geschichte die Täterrolle zuschieben. Und das ist eben das, was dann im öffentlichen Bewusstsein auch tatsächlich passiert. Das ist Neusprech. Ja, Opfer ist eigentlich Täter. Und ja, das sollte man wissen. Da auch das wird mit diesem Narzissmusbegriff von diesen sogenannten Experten, die ich vermute ja inzwischen, dass die einfach von irgendjemand dann gut dafür bezahlt werden, dass sie diesen Unsinn von sich geben, die das eben in die Welt setzen. Und das dient, ich meine, das sind ja oft dann Bestseller-Autoren, das sind ja gefeierte Fachleute, die kommen dann auch immer wieder mal in irgendwelchen Sendungen auch zu Wort, weil die ja so unglaublich klug sind und eben ganz viel wissen über dieses Thema. Und so verbreitet man eben im menschlichen Bewusstsein eine völlig verdrehte Ideologie, nämlich dass die Opfer von Gewalt oder von Schicksal die eigentlichen Täter sind. Das ist der Narzissmustrick.